Hallo Leute und herzlich willkommen zum frischen neuen Video auf meinem Kanal. Wir reagieren hier auf wie ein 19. Tag. Zeit, der hat schon wenig gehabt. Steffi, hörst du das? Ich kann hier auf jeden Fall nicht länger bleiben. Meine Gesundheit geht vor. Wendy, nicht schon wieder. Auch dieser Nagellack, wenn man sich mal durchliest, was da alles für Giftstoffe drauf sind. Wo sie halt sagen muss, da sind nicht viele Giftstoffe drauf. Also vielleicht ein oder zwei, aber nicht mehr. Nachher bekomme ich noch Asthma oder vielleicht Lungenkrebs. Beruhige dich. Also hier Blutkrebs von Dinkrek. Jetzt also, ich möchte das wieder mal sagen. Jetzt, das ist jetzt nicht gegen die... Wie sagt man da? Gegen die Schauspieler, sondern gegen die gespielte Rolle. Also wenn ich mich irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, wie die andere da halt weiß, was gerade meint, sie kann Blutkrebs kriegen. Danke. Kann Blutkrebs kriegen, das ist like gegen die gespielte Rolle. Hier sind keine giftigen Stoffe drin. Du bildest dir alles nur ein, davon wird man nicht krank. Ich bilde mir gar nicht ein. Lies dir das doch mal alles durch. Überall sind Giftstoffe, die Gesundheit werden. Du hörst jetzt auf, sonst. Sonst was? Wenn die seit Monaten bist du immer krank. Bildest dir Krankheiten ein. Es reicht mir vollkommen. Kümmer dich um deinen Job. Ich kümmere mich um meinen Job. Aber kein Job der Welt ist es wert, dass man seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Mir reicht es. Du bist gekündigt. Ich hatte sowieso nicht vor, noch länger in dieser Gifthöhle zu bleiben. Gut, dann. Was soll das bitte für Gifthöhle sein, wenn das leider so ein Nordel. Karriere-Nordel-Ding. Wie sagt man dazu so ein. Ah, stimmt, Nordel-Studio. Mach die Tür. Ja. Mach's gut. Die 22-jährige Wendy hat ständig panische Angst, krank zu sein. Die Kosmetikerin sieht in allem und jedem eine Ansteckungsgefahr. Ich brauche einen Arzt! Ich bin krank! Was haben wir denn heute, Frau Mohr? Husten! Hören Sie das? Ich habe wahrscheinlich eine Lungenentzündung. Beruhigen? Wenn man Husten hat, hat man gleich eine Lungenentzündung, oder? Nein! Verstehen Sie das nicht! Ich bin krank! Und wenn ich nicht sofort Hilfe bekomme, dann wird es nur noch schlimmer. Und vielleicht werde ich sterben. Ja, wenn man keine Hilfe bekommt, was ist das für eine Logik? Also, jetzt mal real talk. Wer hat Angst, dass man von einer, keine Ahnung, irgendeiner Krankheit, das ist dumm. Das ist komisch. Lass mal zum Beispiel der Lungenentzündung gerade, als ich Nagellack auf den Schmerz. Und vielleicht komme ich ins Krankenhaus und dann zeig. Mir beachte jetzt mal alle die Nägel von ihr, ich will schauen, ob da auch Nagellack komisch. Ist sie an, wegen unterlassener Hilfeleistung. Mit einer Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung würde Wendy hier nicht weit kommen. Erstens schickt die. Also, das hatte ich mir jetzt einmal nicht gedacht, dass du die Wendy nicht weit kommen wird mit der Anzeige. Sprechstundenhilfe ist ja nicht weg und zweitens liegt auch gar kein Notfall vor. Es ist offensichtlich, dass... Achso, haben wir hier Therapeut. Wendy sich da in etwas hineinsteigert. Beruhigen Sie sich, nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Es sind noch andere Patienten da. Nein, spinnen Sie eigentlich bei den ganzen Menschen? Die haben alle Bakterien beruhigen und Viren und Keime. Beruhigen Sie sich, Frau Mohr. Alles... Spinnen Sie? Sich anzufassen? Sie sind. Das ist, wenn man das jetzt in die Augen kriegt, ist das Körperverletzung. Weil das ist nach Desinfektionsmittel oder Spray. Und wenn man das halt auch schon in die Nase nicht kriegt, ist das sau eklig. Kannst du mich helfen, Schleuder? Ich hab's Ihnen gesagt, Sie sind auch krank. Was ist denn hier? Gut, dass Sie da sind. Ich brauch sofort einen Termin bei Ihnen. Frau Mohr, bitte beruhigen Sie sich. Nein, ich kümmere mich. Nein, wir müssen sofort. Ja, ja. Frau Mohr, nehmen Sie bitte Platz. Und dann erzählen Sie mir erst mal, was Sie heute betreibt. Ich bin todkrank. Leider, mein Husten hat, ist mir aber nicht todkrank. Hören Sie meinen Husten?
Herzmuskelschwäche. Und das habe ich auch im Internet recherchiert. Ich zeige Ihnen das mal. Schauen Sie, da steht es. Das sind alle Symptome. Und wahrscheinlich habe ich auch eine Lungenentzündung. Und das kommt von den ganzen Dämpfen, die ich auf der Arbeit habe. Sie sehen nicht so aus, als hätten Sie eine Lungenentzündung, Frau Mohr. Doch, das ist auf jeden Fall so. Sind Sie überhaupt ein richtiger Arzt? Haben Sie überhaupt studiert? Ich werde sterben. Wendy scheint ein Hypochonder zu sein. Ihre neurotische Angst, sie könnte ernsthaft krank sein, hat sich bereits als Muster etabliert. Sie sucht eher nach einer Bestätigung ihrer Krankheitshypothese als nach einer Einschätzung des Experten. Frau Mohr, ich werde Sie mal untersuchen. Machen Sie mal bitte Ihren Oberkörper frei. Ich schaue mir das mal an. Versuchen Sie mal normal zu atmen. Jetzt einmal tief einatmen und die Luft anhalten und wieder ausatmen. Gut, das hört sich soweit alles gut an. Das hört sich nicht gut an. Ich werde jetzt noch einmal in Ihren Rachen schauen. Bitte machen Sie mal die Maske ab und dann schauen wir mal. Machen Sie mal A. A. Noch einmal. A. Soweit kann ich nichts erkennen oder hören. Natürlich, Sie haben doch gar nicht nachgeguckt. Natürlich hat er gerade nachgeguckt. Das hat man ja so gesehen, dass er da sogar schaut. Ma. Harmlosen das alles. Frau Mohr, beruhigen Sie sich. Ich habe gesehen, Ihr Hals ist leicht gerötet. Ich werde Ihnen ein Rezept ausstellen für einen Hustensaft. Und den holen Sie sich in der Apotheke und probieren das mal aus. Ein Hustensaft? Sie schreiben mir jetzt sofort was Starkes gegen meine Lungenentzündung und meine Herzmuskelschwäche auf. Ma, wenn er so gesagt, dass du keine Lungenentzündung hast, noch ein hast du auch keine. Jetzt mal Real Talk. Wer klappt an Oats nicht, wo noch andere Patienten auch noch da sein, dass er keine Ahnung hat? Probieren Sie das mal mit dem Hustensaft und dann kommen Sie die nächsten Tage wieder, wenn es überhaupt nicht mehr. Wenn ich wegen Ihnen ins Krankenhaus muss. Komm, ich bin todkrank. Eine Stunde später. Wendy fühlt sich selbst in ihren eigenen vier Wänden nicht sicher. Die 22-Jährige sieht einfach überall gefährliche Keime. Wieso sieht das hier keiner? Hier sind überall Keime. Das ist ja lebensgefährlich. Hat die so eine Keime? Das ist klar, weil man sieht von außen die Keime, was man eigentlich hat, mit einer. Aber die sind nicht tot. Die sind nicht tödlich. Versteht ihr es jetzt einmal? Die sind einfach nicht tödlich. Aber ihr kriegt mich nicht. Ihr bösen Keime. Die anderen sind alle so leichtsinnig. Das ist Wahnsinn. Ihr bekommt mich nicht. Hier sieht man ganz deutlich, dass Wendys Ängste ihr Handeln und damit ihr Leben vollkommen bestimmen. Wenn sich diese Muster weiterhin so verselbstständigen, wird sie bald kein selbstbestimmtes Leben mehr führen können. Am frühen Abend. Wendy fühlt sich von allen missverstanden. Auch von den Ärzten. Hi, Schatz. Und auch ihr Freund Raphael ist für die 22-Jährige keine große Hilfe. Ganz im Gegenteil. Was hast du denn da an? Geh dich umziehen. Beruhig dich mal bitte. Ich möchte nur schnell was trinken und dann ziehe ich mich gleich wieder um. Du weißt doch ganz genau, dass die Viren, die du von der Arbeit mitbringst, die machen mich krank. Das gerade weil er Maler, Maurer oder keine Ahnung, irgendwas ist. Das sind like Keime, was die nicht einmal töten. Die bringen da vielleicht ein bisschen ein Husten, ein bisschen einen Schnupfen, aber die töten dich nicht. Schädlich für mich. Ach Schatz, jetzt beruhig dich mal. Alle arbeitenden Menschen kommen irgendwann nach Hause und bislang ist noch keiner gestorben, nur weil wir uns nicht umgezogen haben. Das ist mir egal, was die anderen Menschen machen. Mich macht das krank. Und ausgerechnet heute, wo ich sowieso schon so angeschlagen bin. Dafür der ganze Berg an Medikamenten, genauso wie dieser alberne Mundschutz? Das fragst du ernsthaft? Es geht hier um meine Gesundheit. Und wenn du wüsstest, was mir heute schon alles passiert... Wer hat sich da... Also... Ich dachte ja gar nicht mitmachen, weil wer trägt da eigentlich freiwillig einen Mundschutz an? Und die Serie, die dauert ja nicht in Wirklichkeit, um
dran, 17 Minuten, wie jetzt die ganze Folge dauert. Die dauert sicher mal einen ganzen Tag. Das ist überhaupt ein Wunder, dass ich noch lebe. Ach, Schatz, komm mal runter, du treibst schon. Mich da noch einmal interessieren, wie viel Geld die eigentlich da kriegen. Und er hat natürlich recht. Ja, total. Ich? Genau. Ich übertreibe überhaupt nicht. Jetzt zieh dich aus. Du, ich kann mich gern. Du übertreibst vollkommen, du, keine Ahnung, wie sie hast. Würde ich aussehen. Das ist überhaupt nicht lustig und das ist wieder so typisch, Mann. Du denkst an Sex, aber dabei geht es hier um meine Gesundheit und das ist viel wichtiger. Und jetzt zieh dich endlich um. Nimm deine ekelhafte Jacke noch mit. Und hier packst du deine Sachen rein. Können wir nicht mal wie ganz normales Paar einfach unseren Feierabend genießen? Du arbeitest in einem Supermarkt. Da laufen täglich kranke Leute rum. An einem Supermarkt weiter, dass du Leute um und um rennen? Das Rennen auf der Straße, na, also du darfst das rein theoretisch ja nicht zum Oldscare. Jetzt mal real talk. Wenn man in einem Supermarkt arbeitet, darf man ja auch nicht, keine Ahnung, in, zum Oldscare. Weil da rennen ja anständig Leute um und die Ärzte und alles, das muss man ja auch mal denken. Und dann will die auch noch ins Krankenhaus, da laufen ja nur mehr um. Und ich möchte mir nicht, dass du mir die Viren und die Bakterien mit ins Haus bringst. Jetzt beruhig dich mal. Zieh dich aus und pack die Sachen da rein. Nee, ich hab aber keinen Bock. Du bist nicht krank. Ich war heute beim Arzt. Mhm. Und ich habe wahrscheinlich eine Lungenentzündung und eine Herzmuskelschwäche. Schatz. Nein, zieh dich erst aus. Und was hat der Arzt gesagt? Der Arzt hatte überhaupt keine Ahnung. Der hat sich überhaupt nicht für mich interessiert. Nicht der Arzt hat die Diagnose gestellt, sondern du. Ja, im Internet standen doch die ganzen Symptome. Ich bin krank. Du bist nicht krank. So, passt. Ich schau diese Kleinwärme bis 8 Minuten 30, weil es sind schon 3 Tonnen durch mit meinen Gehirnzellen. Und wenn der Arzt aber sagt, dass du gesund bist, dann bist du gesund. Der. Bravo, er hat kapiert. Der Arzt, der hatte einfach keine Ahnung. Ich bin krank und jetzt pack deine Sachen in die Tüte. Für eine Partnerschaft ist solch eine Neurose sehr belastend. Denn auch Raphaels Lebensqualität wird durch Wendys zwanghaftes Verhalten stark eingeschränkt. Am nächsten Morgen. Wendy führt längst kein normales Leben mehr. Vor allem Raphael leidet unter der Angst seiner Freundin. Und der 26-Jährige ist komplett machtlos dagegen. Guten Morgen, Schatz. Krank, lass mich. Du hast doch nur ein bisschen Husten. Ein bisschen Sex kann ja auch nicht sein. Ist doch gut für die Gesundheit. Leute, wir sehen uns dann einen Teil 2 an. Der mach jetzt, weil ich muss jetzt auf, weil der macht mich nicht todkrank. Der macht mich todkrank. Das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat gefallen. Danke auf jeden Fall, Like, Button, Abo, Button und kein weiteres Video mehr zu passen. Dann, ciao.